Hallo und herzlich willkommen zu Contra Operation Galuga. Diesmal nicht als Shark Tested, sondern als normale Folge. Wir machen da weiter, wo wir beim Shark Tested aufgehört haben. Im Level 3 im Dorf. Cavalry's here. Okay, dashen darf ich nicht vergessen. Sagte er und vergaß es. So, wie wir gelernt haben, ist das ja so, dass man, wenn man dann die gleiche Waffe wählt, einsammelt, dass man ein Upgrade bekommt. Das ist neu, das gab es früher nicht. Achso, der bleibt sogar liegen, wenn man nach unten drückt. So. Ne, bleibt er nicht. Achso, nur wenn ich den Knopf gedrückt halte. Ah, ja. Ja, sorry. Ich muss mal eben kurz die Neuerung nochmal abrufen, gedächtnistechnisch. Ich habe direkt Level 2 von dem S. Ich glaube, Shotgun soll das sein. Was ist das? Achso. Ich frage mich, ob es irgendwie HP gibt oder keine Ahnung. Bis jetzt noch nicht gesehen. Die. Ja, ich hoffe, es gefällt euch auch, das Spiel. Es ist gerade im Angebot, aber ich finde es immer noch nicht wirklich günstig. Für 30 Euro. Ich weiß auch nicht, wie lange das Spiel gehen wird. Hinten raus. Hinten raus. Da läuft ein anderer Charakter her. Im Hintergrund. Vielleicht kann man den freischalten. So wie ich das gesehen habe, kann man auf jeden Fall auch die Roboter von der europäischen bzw. deutschen Version freischalten. Ja, die habe ich glaube ich im Intro mal gesehen. Die Frau. Rein optisch ist es auf jeden Fall stimmig, aber es ist jetzt kein Weltwunder an Grafik. Das würde, glaube ich, sogar die PS3 noch einigermaßen hinkriegen. Was bist du denn? Nee. Ah, oh, jetzt habe ich natürlich die gute Waffe genommen. Scheiße. Scheiße mit der Scheiße. Ist euch. Aber die kleinen Wichser. Ja, ja, genau ihr. Oh, letzte Leben. Was haben wir hier? Okay. Nice. Sucker. Okay, jetzt haben wir Stufe 2 von Verfolgungsraketenwerfer. Wer bist du? Der Robot Predator oder was? Varanis. Varanis. Wie auch immer. You the guy in charge of Red Falcon? I am Varanis, the Vanguard. Just had to post about this island vacation first, huh? And who are you? Two soldiers? To stand against my unstoppable forces? We're Contra, the Earth Marine Corps' finest. Contra? Is that so? Leave this island!
Und schon wieder kriegt's aufs Maul. Well then, Contra. I will look forward to our next meeting. Ciao. Ah ja, das Schild könnte ich auch noch upgraden. Wo ich das gerade gesehen habe bei ihm. We're headed that way already. Hier was? Nee. Nope. Scheiße. Das war, Nee. Er versteckt sich im Wasserfall, der Penner. Und jetzt? Ah, okay. Nein! Nein! Nicht sterben! Letzte Leben! Und nein, kein Flammenwerfer. Was hier? Achso, da kann man sich dranhängen. Oh nein, jetzt habe ich Laser eingesammelt. Naja. Oh, gibt Schlimmeres. Oh. Nein! So, wo war der Checkpoint, ist die Frage. 19 Münzen, ey, damit kannst du doch einen glücklich machen hier. Wenn die Upgrades so mindestens 200 kosten. So, jetzt müssen wir ein bisschen besser spielen. Das wäre ganz nett. Okay, so weit zurückgeschmissen haben sie mich jetzt nicht. Das geht noch. Ey, was stimmt mit dir nicht? Nee. Oh. Oh, jetzt aber, komm. Komm, Baby. Kannst du bitte wieder aufmachen? Danke. Es nehme ich. Und es ist wieder weg. Alter, fick dich. Und es ist wieder da. Achso, ich kann. Ich kann hier unten lang. Alter. Willst du mich verarschen? Ich bin auch ein bisschen dumm manchmal. Ich weiß. I know. Autsch. Boah, das ist schnell. Nein.
M. Ja, ist besser als Laser. Für mich jetzt persönlich. Kann sein, dass der Laser mehr Damage macht. Das weiß ich aber nicht. Flammenwerfer, ne. Den kann man bestimmt auch kaputt machen. Bestimmt auch seine HP permanent upgraden. Irgendwann vielleicht. Was geht jetzt ab? Oh! Ein Tentakel! Ist jetzt mal gut. Oh. Wie, das war's? Okay. Wir sterben uns hier so durch. Nicht wahr? Okay, wir starten direkt hier. Könnte ich bitte eine Waffe haben? Das wäre super. Who wasn't expecting that? I highly recommend taking a special weapon into battle. Nein. In desperate situations, overloading a weapon just might save your life. Ja. Boah, das war knapp. Jetzt kommt der auch noch. Nein! Okay, einer ist weg. Ein X-Arm. Nimm deine Wix-Griffler da weg. Mensch. Ja, jetzt kann ich wenigstens die ganze Zeit schießen. Zwei sind weg. Hä? Ich glaube, Gift war es oder so. Ja, hier ist überall Gift. Ja! Die scheiß Tentakeln, die bluten. Big mistake. Oh, Scheiße. Das müssen wir auf jeden Fall besser machen jetzt. Dö. Der ist nicht easy. Zumindest wenn man den das erste oder zweite Mal spielt im Boss. Hör auf zu schreien! Fang an mit deiner Grütze.
recommend taking a special weapon in your battle. In desperate situations, overloading a weapon just might save your life. Yes. Okay, der ist ab. Aufpassen, Gift. Nächstes ab. Jetzt kann er nur noch Feuer spucken. Und Säure natürlich. Scheiße. Okay, Waffe ist gesaved. Und geupgradet. Scheiße. Scheiße! Jawohl. Wohl eher dumm angestellt als schwer. Aber das kennt man ja. Mal, was für Upgrades gibt. Was that? A creature from beyond the stars. I tried to warn you. Hey, you're the kid from before. What are you doing here all alone? I am Ariana. My people protected this island for thousands of years. After the meteors fell, the village was attacked. I've assumed my tribe's sacred mission. And that man, Varanus. Not a man, but yes. He is a being from another world who arrived that night. He controls the Red Falcon soldiers. As if they'd lost wills of their own. You catching all this, Doyle? I am indeed. Commander, this is the situation we were afraid of. I'll continue my investigation in the field. Understood, Lucia. Try to link up with our Contras once you arrive. Where's Varanus now? He was too fast. I lost him in the climb. That big ugly monster came out of there. No telling what else is going on. Riser is correct. For the time being, your mission is unchanged. See if there's any leads on gravity weapons in the lab. I'm coming with you. Sure, kid. It's gonna get gnarly in there. It's not any safer out here. I don't think we have a choice. But don't let her out of your sight. Sheesh. Ray graduates academy and you're already adopting another one, huh? Relax, Pops. This isn't Uncle Bill's first rodeo. There's no time to waste. You heard the kid. Ja, okay, die kann ich auch im Arcade-Modus jetzt auswählen. Gut zu wissen. Gehen wir mal einen Vorteils-Shop. Wie viel haben wir? 470, das ist nicht viel preiswert zu mir. Gilt das jetzt für eine Runde? Respawn mit deinem Kraftfeld? Glauben nicht, ne? Bin nur das Level mit S ausgerüstet. Ich glaube, das zählt jetzt nur dafür. Hier kann ich mir nichts leisten, ne? Aber doch hier. Machen wir das so. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in Level 4 im Labor weitergeht, dann schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein zu Contra
Operation irgendwas. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ihr lest es nach, einfach im Titel. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Shark. Ciao, ciao.